Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu The Crew, und zwar mit unserer Crew, und zwar mit den Krebs. Hallo. Den Mr. Manus. Hi Leute. Und den Mr. Tegel. Hallöchen. Und dem Rennen die. So, und wir sind hier gerade, oder ich bin gerade, weiß nicht wer von euch, ihr habt ja schon Rennwagen alle. Ja. Ich brauche noch einen. Okay. Deswegen die Last Minute Entscheidung, oder was? Wie bitte? Der Last Minute Entscheidung, oder was? Na klar. Ich bin aufgehoben bis zum Schluss hier. What are you trying, okay? Bin echt gespannt, wie der McLaren wird, ey. Ja, der ist bestimmt so richtig böse. Ich hoff's. Ja, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Was hast du für einen Rennwagen, Randy? Lamborghini. Was sonst? Im Murcielago, ne? Genau. Okay, 600 Meter. Wenn du ihn gut ausfahren lässt mit allen drum und dran, 400 in der Spitze. Ohne? Oh ne, mit Nitro. Ohne Nitro. Haben wir darauf guter Fahrzeugstufe, ne? Aber er kommt erstmal Fahrzeugstufe, und der braucht von 350 auf 400, braucht er aber dann nicht über 20 Sekunden oder so. Betreten. Mach mal doch gern. So. Ich bin so eine hässliche Nummer da drauf. Ja, ja. Okay, ich könnte jetzt quasi den Dodge Challenger. Nee. Kreuzung der Welt, okay. Hard auf den Content. Challenger sieht bestimmt auch geil aus. Seid ihr? Ah, ich wollte schon sagen, wird er nicht umgebaut? Oh, 681, okay. Ja. Da ging es auf jeden Fall nicht zum Wrack hin. Verkaufsraum. Hab ich natürlich wieder noch überhaupt keine Teile für das olle Ding. Nee, natürlich nicht. Warum auch? Ja, das Rennkit Stufe 40, also. Gar nie. Königseck. Okay. Königseck ist auch sehr, sehr nice. Aber teuer wie sonst was. Ja. 747.000, ja. Mm. Oder 245 Crew Credits. Ja. Boah. Umgerechnet wie viel Euro? Ganz bei 100.000 sind 10 Euro. Sind jetzt ja, es gibt ja auch große Rakete, wird billiger aus. Um die 30 Euro muss dann werden. Ich bleib bei der alten, danke. Ich bleib bei der alten, klingt doof, ne? So, und wir treffen uns dann quasi unten, klasse Kampf, oder wie? Moment, muss ich markieren. Klasse Kampf, hieß du die Mission, oder was? Mhm. Dann schauen wir mal. Klasse Kampf, Big Punkte. Boah, das ist echt nice. Und die Räder drin ist durch, wie geil. Mhm. Dass ich jetzt zu dir. Ich spiele heute noch ein bisschen an der Farbe. Sieht das Teil von innen aus? Oh, nice. Das ist ja ein Renncockpit. Ja, ich hatte bei meinem Corvette hatte ich auch. So rechts zu Bänder überall durch und Sicherheitsdinger. Ja, ich hab gerade will ich irgendwie so eine Prollerkammer machen, aber war lieber bleiben. So. Ich muss ein bisschen klappen hier. Das hat meine Karre mal um irgendwie ein bisschen tunen. Ja, ich hab meiner Viper jetzt ja auch mal so ein Rennkit gegeben, ne? Mhm. Die pfeift, der Motorsound ist so übel, weil die pfeift so. Ja. Mann, das ist richtig krass. Was hast du dir gegeben? Ein Rennkit halt dran gebaut. Meine Dodge Viper.
Ich hab ja auf der Corvette halt das Rennkit und du kannst ja einfach für 31.000 oder so kostet das für die anderen Autos halt auch das Ding drauf basteln. Achso. Ja, ne, das geht ja bei den anderen Autos dann nicht. Also ein Wagen zum Rennwagen machen, das ist der hier. Okay, deswegen hast du den wahrscheinlich auch genommen, oder? Genau. Rumpfeift, ey. Eben krass. Ausstatten, bloß 17, nice. Ich bin da. Auf Seite Long Beach. Auf dem Weg. Das ist 12. Ja, noch nicht. Ich bin auf der falschen Straßenseite gerade. Hier, dass du da ich glaube, bist? Jetzt kann ich den Mainest nicht mehr einfach so abziehen. Also, ich weiß auch nicht, die Karre Tino, ist ja noch nicht. Also Randy und ich sind da, du bist noch nicht da. Okay, ja, ich bin jetzt nochmal, hab jetzt gerade nochmal geguckt, wie da. Oh, was hat denn Randy da? Du hast das Auto angepasst, du hast nicht einfach diese riesen Amerika-Flagge genommen, oder? Diese riesige Amerika-Flagge. Die gibt's auch noch in Glitter oder nicht? So irgendwie so Glitzersteinchen. Ah, diese Stau hier auch noch. Das ist es ja. Ist es das? Ja, das kenne ich gerade nicht so gut. Das ist. Nice. Also sauteuer. Wollte ich zuerst auch drauf machen, aber. Sauteure Lackierung ist das, ja. Und hässlich für ein Lambo. Von der Höhe. Gib mir den. Oh. Aber da. Leute. Wir haben die gleiche Lackierung drauf, Traps. Ja, die 47. Ups. Das ist meine Nummer, verpiss dich! Moment, warte, ich muss hier eben ein Teil einbauen. Ne, ne, du hast nur noch 5, 4, 3. Hat doch geklappt. Mhm. Mhm. So, Salat ist fertig gegessen. Grabst du Lexo nicht mehr? Yeah, geil. Juhu, da kann ich wieder reden. Endlich. Ach, verdammt, du leckst doch. So, was ist jetzt hier im Yachthafen? Schaut euch eure schicken Karren an. Das ist das erste Rennen. Da fährt nur so ein Bentley. Viele Five-Tens aus dem ganzen Land sind hier. Mein Kumpel Eric Zhu aus New York, Herschel Craig aus Chicago. Krass. Alle bereit? Oh, richtige Rennbahn? Nee, doch nicht. Richtige Rennbahn? Ist eine richtige Rennbahn. Geil. Geh ich ja fester. Enge Kurven. Macht nichts. Streckenrennen. Du brauchst eine saubere Linie. Der Mann, das zieht sofort weg. Warte, wo denn? Ey, Randy, wow. Was soll denn die Scheiße? Baller hier schon wieder. Boah, so ein. Ey, ihr seid doch alle nicht ganz sauber, ey, ohne Scheiß. Ey, ohne. Ey, Alter, wollt ihr mich rollen? Ja, ey. Du wurdest vor meine Flinte gedingst. Ne? Ja, also. Es gibt einen Dodge Ram mit Rennausstattung? Was? Lol, echt? Ihr fährt einen Dodge Ram Challenger? Mit. Challenger? Nein, ein Dodge Ram SRT10. Dieser Jeep. Dieser Pickup. Ist hier gerade neben mir mit Rennausstattung. Wie krass. Da war übrigens eine Brücke. Gemacht. Ich will nicht sagen, die anderen sind auch nicht gerade langsam. Oh, komm schon! Warum haben die alle eine Rennlackierung? Weil es cool aussah, fand ich. Ja, auch die anderen. Weil es cool aussieht. Ist man der schneller? Ja. Scheiße. Wusste ich nicht. Na Quatsch. Ja, ich weiß.
Das sind der kleine McLaren. Hinter dir, keine Angst. Wolltest du mit dem Bus fahren oder was hast du? Ja, gemacht? Ich hab mal geguckt, was an der Bus. Wann die Busse kommen. Geht hier kaputt auf der Strecke. Ja, hier nimmt gut Schaden. Letzte Runde. Ich komme nicht mehr von der Bande hier weg. Ich hab den weitergeschoben. Hey, nein! Irgendwie hat mich hier reingefahren. Keine Ahnung. Oh, Alter, ich, nein, ich konnte doch wieder vor noch zurück, ich bin weil in den mein NPC Motorblock rein. Im Zaun fest war. Also ich bin in den NPC reingefahren. Ehrlich, ohne Scheiß. Nee, ich hab den NPC. Nein, der war ja hinter dir. Da waren zwei NPCs und wir zwei. Ich bin jetzt gleich mal auf Platz 3 gerutscht. Ja, du hast hier auf dem Dorf geschubst. Gar nicht. Das ist aber nicht die feine Englische. Ach, Fuß aufs Bodenblech an. Heck und Renn, die sagen gar nichts, die liefern sich hier einen erbitterten Wettkampf. Ja. Das tut mal wieder gut. Och, Main, ist wegen dir. Ach, Quatsch. Ich bin zu weit hinten. Ich war das wirklich nicht, der NPC ist voll in dich rein. Ey, ich schwör. Ja, klar. Ey, wirklich. Oh, Glückwunsch, Stecko. Ich bin der neue Crewleiter. Jupp. Oh, du hast 50. Deswegen sollst du mir ja immer Crewleiter geben, weil es immer ein Crewleiter irgendwo rausschmeißt. Okay, das waren jetzt gleich mal 35 Punkte für mich. Minus 19. Ja, minus ich bin 45. Achso. Minus 1. Bau 1. Ja, schön. Hey, nettes Rennen. Aber pass gut auf, die Straße da draußen ist gemein. Gemeingefährlich. Da war wieder Gronk. So, jetzt bin ich noch schneller. Das ist aber echt übertrieben. Oh, das ist die Belohnungsregel. Hey, Vincent, was geht? Hey, Vincent, außer deiner Hilfe beim Face-Off brauche ich noch eine Kanone. Okay. Wenn du keine... Hab ich nicht gesagt. Ich will nur sicher gehen, dass du weißt, was du willst. Seit 5 Jahren denke ich jede Sekunde des Tages darüber nach. Okay. Was ist denn das für Mission? Telefonieren und melde mich. Moment, da Vincent quatscht gerade. So, was, pass auf. Erstmal ausreden. Na. Nächste Mission wäre Täuschen und Tricksen. Setzen wir mal einen Wegpunkt. Gesetzt. Täuschen und Tricksen. Oh, Krabs, du schießt den Weg andersrum. Oh Mann. Immer dieselbe Scheiße. Mobb ich immer. Mobbing-Antragstelle. Mobbing-Opfer-Antragstelle. Oh yeah. Ich muss mir bald mal ein neues Auto kaufen. Ich hab kein Geld dafür. Aber schon echt geil, diese Rennen. Weil kein scheiß NPC-Verkehr dabei ist. Ich wusste auch, warum ich mir den F1 bis zum Schluss aufhebe. Obwohl der Ferrari bestimmt auch übel geil ausgesehen hätte. Nee, der hat keine Ausstattung. Hat er doch gar nicht. Ach nee, stimmt, der hat ja gar keins. Schon jemand dort an der Mission? Nee. Staatsknast. Wäre doch schade, wenn er die Party verpasst. Nein, weil er mich gemacht hat, bin ich erst nach Hause. Und ich mach grad ein Spiel jetzt Lego. Die anderen werden verhauen, mobben mich. Ich war erst da. Die anderen Rennfahrer mobben mich. Ja, genau, das ist geil. Mama, die anderen Rennfahrer mobben mich. Ah, gleich erstmal Platin eingefahren hier.
Fluchttest. Dem Tempo. Wie kannst du denn jetzt schon Platin haben? Ja, 50. 11. Level 50. Ist er schon 50? Ja, ja. Ja. Ach Quatsch. Ich bin auch erst 45. Was geht? Die Pro-Mission habe ich immer. Ey, Krabs, du bist 49! Eben, du bist auch fast 50. Ja, nächste Rennen. Wie schön die Bremsscheiben glühen. Bremse jetzt nochmal extra an, einfach ganz viel. Dann rennen die Mama hier Beschleunigung. Na, warte, dann hier hinten. Na, hier geht's ja nur geradeaus, hier. Ey, bist du blöd? Ja. Ja, aber wer war das jetzt? Ich war das. Ach, du warst das, ich hab gedacht, Randy. Ja, boah, bei dir glühen die Bremsscheiben schon alleine, wenn du losfährst. Ja klar. Die hören gar nicht mehr auf bei dir, dein Reifen brennt, Manus. Nice, ne? Oh. So, warte, komm hier vorne. Was machen? Kurz mal Beschleunigungsrennen, bis Tecco hier da ist. Mach ich auch. Hier ist die Linie hier vorne. Geh ich drauf? Noch ein Mühe vor. Wir sind schon alle drüber, würde ich sagen. Mit dem Reifen, Mann. Der Reifen dran. Genau. So, 3, 2, 1, go. Boah, Renny, das gibt's doch nicht. Kein Nitro. Zahl in meine Richtung geht. Ja, aber guck dir auch mal an, was der hat, ne? Ja. 1001 überhaupt noch Hallo. Was. Hallo? What the heck? Ja gut, ey, konnte man nicht so weit. Es geht weiter, es geht weiter, ich hab gewonnen. Ich dachte mir so, okay, Beschleunigungsrennen. Die Zahl wird rapide lang kleiner, die was da auf uns zukommt. So, start mal, ja. So zwischen zwei. Achso, nee, bei welcher Zeit sind wir? Achso, 17, reicht. Deswegen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt, dann lasst nicht vergessen, ganz wichtig. Und ja, bis dann, oder rennen, ciao, ciao. Tschüss.